Überreste des Turms. Klingt jetzt irgendwie nicht so wirklich, als wenn da was steht. Und hat was gesehen. これで勝利だ。 Sehr schön. Ah, das ist ein Elefant. Also ich glaube, hier gibt es sehr viel, wo man was übersehen kann. Schätze ich jetzt einfach mal. Hier ist sehr, sehr viel zum Übersehen. So was Truhen angeht oder Monolithen oder vielleicht sogar Normin. Aber hier ist viel, was man übersehen kann. Definitiv. Da hinten ist schon wieder sowas Markantes. Da gehen wir mal gucken. Fundstätten könnte es hier nämlich auch richtig viele geben. Da oben steht ein Monolith, glaube ich, drauf. Ah, hier ist auf jeden Fall ein Kraut. Und eine Kiste. Traumgummi. Und... roter Salbei. Ich habe das Gefühl, auf dem Stein hier steht was. Ja. Oh, falsche Taste. Es sah aus, als wenn man das kaputt machen kann. Na gut. Habe ich mich geirrt. Hätte ja sein können. Rosmarin. Okay. Traumgummi. Ich muss mal ganz kurz gucken. Traumgummi. Ah, das wird anscheinend das Neue. Ja. Das ist super. Cool. Das ist sehr super. Sehr, sehr geil. Mag sowas. Na, komm her. Kleiner Schlüssel. Na komm, ich darf das hier noch einhalten. Sehr gut, Rose. Gut gemacht. Ach ja, der sieht uns doch auch wieder. Komm her. Ja, ist ja gut. Kann man hier oben noch was ergattern? Nö. Schade. Jetzt sagen wir, gehen erstmal hier lang. Wir wollen ja in die Stadt. Da gibt es bestimmt auch noch einiges zu tuscheln. Er hat uns gesehen. Ja, gut. Ja, lass doch mal die Leila in Ruhe zaubern hier. Wie kommt er zunächst? Da war noch ein Elefant. Das ist ein großer Tor. Den gucken wir uns noch an.
schick aus. Ist das was Besonderes hier? Der steht so schön. Nö. Ist einfach nur ein ganz großer Turm. Also, wie nennt sich das? Stalagmit? Die Landschaft ist schön gemacht. Gefällt mir immer wieder sehr gut. Weiter geht die Reise. Steht da vielleicht ein Kraut oder so? Wir können ja alles gut gebrauchen. Ah, hier müssen wir eh lang. Gut, okay. Ich dachte, es ist jetzt wieder nur so eine kleine Gruppe. Davor eigentlich wieder ein Speicherpunkt. Wir hatten eigentlich fast vor allen Städten bis jetzt mal irgendwo einen Speicherpunkt. Ist auch nichts Interessantes. Hier ist es schön zugebaut. Das verlockt, dass hier irgendwas ist. Na gut, dann fragen wir mal den guten Handelsmann, ob er was über Lugrin weiß. Ich hoffe, das ist hier Lugrin. Ah, ist gar kein Handelsmann. Ist das zu glauben? Es soll einen gigantischen Elefanten geben, der hier herumtrampelt und Karawanen angreift. Also mir ist jetzt nicht über Weg gelaufen. Wahrscheinlich rennt der da oben irgendwo. In der Höhle. Was bist du hier für eine Stadt? Maybe. Oji-san. Yo, Sri, Ojo. Genki so da na. Yokatta, koko ni ite. マオタラスのことを何か分かった？やぶから棒だな。特にこれと言ってないな。メイビンさん、禁忌を犯す行為だと分かっていますわ。ですが、今やただ一人の同志となったスレイさんが後悔なくその道を歩めるよう力をお貸しください。メイビン、もしかして聞こえてるのか？お？何のこと？国威の。 頼む。そう。この人が今の語り部なのね。語り部？ったく、それほどの玉だったわけか。今回のやつは。それもありますが。お前らに俺が力を貸す。それがどういう意味かも分かってるんだな。はい。怖い女だ。サパラン。まったくだ。ライダー、メイビー、ちゃんと説明してくれ。 まあ待て。お前ら今、俺にとってかなり重大な選択を迫ってるんだぜ。さっきの、禁忌を犯すことになるってやつか。そんなところだ。が、それでも探検家としてなら助言はやれる。繋がらないってことには、まだ欠けたピースがあるって考えるのが妥当だ。それと、異物は遺跡だけにあるわけじゃない。この二つだな。 大地の記憶のことを言ってるのか？確かにあれじゃ断片的にしか分かんなかったもんね。何を知っているんだ？とりあえず思い当たるところを探ってみろ。全てはそれからだ。相変わらず回りくどいぞ、おじさん。もう俺はここから離れない。だから心ゆくまで探してこい。分かった、行ってくる。なんかありがとう、おじさん。 Da bin ich aber gespannt bei dem Maven. Lugrin, die Überreste des Turms. Oh. Ja, war bestimmt mal höher. Sieht allgemein ziemlich zerstört aus. Was ist denn hier los? Okay. Ich glaube, ansprechen wird es nichts bringen, wa? Wenn alles keinen Sinn ergibt, folgere ich daraus, dass dir etwas entgangen ist. Mit anderen Worten, es gibt noch mehr, was du über die Vergangenheit herausfinden musst. Suche zunächst alle Fragmente der Geschichte. Selbst wenn du dazu jede einzelne Ruine und jedes einzelne Dorf auf dem Kontinent durchkämmen musst. Ich warte hier. Wenn du glaubst, jedes einzelne gefunden zu haben, komme wieder zu mir. Boah, das kann jetzt ehrlich gesagt wahrscheinlich dauern.
Der Geschichtenerzähler der Zeit. Kokui no Kataribe. Zabida mo Mevin o shitetan da na. Ano otoko. Teka Kataribe no koto wa na. De kama kaketara atachimatta wake. Kataribe wa yoku shirareta sonzai yo. Nagaku ikiteru tenzoku no aida de wa ne. Sore nara oshiete kureleba. Douji ni tabu de mo aru kedo. Tenzoku ni totte mo hito ni totte mo na. それはどういう？大地の記憶を集めよう、ミクリオ。きっと話を聞くだけじゃダメなんだ。自分の目で確かめた時にこそ、伝承の本当の意味が見えるか。そういうことだよな。せめて薬だけでもなんとかならないか。すまんな。こっちも命がけなんだ。ご主人、ご主人、今の値段ってめっちゃボラれてるよ。分かっています。でもこんな辺境では旅商人だけが頼りで。けど相場の5倍はやりすぎ。ザフコット原野に一頭凶暴な象がいて正体を襲っているのです。被害と危険の分値が上がると。象相手なら逃げるとか罠張るとかいくらでも方法ありそうだけどな。ですが騎馬小隊や武装小隊まで全滅していまして。普通じゃないな。そちらの方はもしかして同志様？一応スレイって言います。おお、噂は伝わっていますよ。あなたは世界の希望ですわ。どうか頑張って。必要なものがあったら言ってください。お役に立てるかもしれない。ありがとう。気持ちだけで十分です。同志信仰が熱いんだな。このローグリンは昔からそうなんです。純粋な敬意なのでしょうね。自分たちが大変なのに出番なんじゃない。本物の同志のみたいだな。Ach, schön, dass man mal nicht angefeindet wird. Aber hier ist auch so ein bisschen Bosheit in der Gegend. Namitze? Namitzmietz? Schade, die sitzt da nur rum. Öffnen. Ah, guck mal, ein Turtle. Ich habe alle Kontinente nach ihm abgesucht. Ich weiß nicht mehr, wie oft ich meine Haut abgeworfen habe. Ich bin erschöpft. Vielleicht ist diese Reise ein Fluch, den ich mir selbst auferlegt habe. Ach ja, ich habe eine neue Karte erstellt. Ja. Danke für das Geschäft. Jetzt kann ich meine Reise fortsetzen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich mit diesen Abenteuerkarten, hätte ich gesagt, was soll. Ich bin da so ein bisschen überfragt. Ich meine, klar, ich habe hier diese Karten, aber ich habe keinen Plan, was ich damit soll. Aber ihn freut's. Ne? Ich habe den gesamten Kontinent abgesucht. Ich hatte mal schon. So. Ist nichts weiter. Ist hier noch was? Die kann ich nicht aufmachen. Uppala, wo kommt der her? Hallöchen, kleiner Freund. Feira, hast du noch Ausrüstung mit offenen Fertigkeiten? Ich kann sie nett und hübsch herrichten. Schau mal, was kannst du denn? Feuerangriffskraft plus 10. Das klingt schwer nach Lahaila. Aber ich glaube nicht da. Mann. Das würde dann verdoppelt werden, ne? Das kann man ja mal machen. Tschüss! Flupp, weg ist er. Okay, hier gibt es nicht mehr.
Okay, dann Zelt langlaufen können wir auch. Ich will so ein bisschen alles absuchen. Wenn er sagt, es kann überall rumliegen, dann muss hier ja irgendwo was sein. Wahrscheinlich so, weil in die Zelte kann man nicht rein. Das geht nicht. Oh. Ha. Gut, der schläft. Let's go here. Was? Hier ist schon wieder einer? Wo? Da. Ehrlich, ich weiß nicht mehr weiter. Ich bin hierher gezogen, damit ich Essen auf den Tisch bringen kann. Wenn die Preise hier noch weiter steigen, hat sich das nicht wirklich gelohnt. Zicker. Na, what? Was ist los? Was kannst du Schönes? Erdangriffskraft. Jawohl. Ein Sonnenschirm. Ja, Wiedersehen. Viel Spaß, Ort. Flüpf gleich weg, ist er. So, was ist hier los? Die Leute sind nicht gewillt, diese hohen Preise zu zahlen. Damit hatte ich selbstverständlich gerechnet, aber es ist trotzdem ein Schlag. Seit der Zerstörung von Horsa haben die Geschäfte wirklich gelitten. Ich bin bald an einem Punkt, wo ich mir ernsthaft Gedanken machen muss. Okay. Horsa, weißt du, mein Papa sagte, er hätte mal einen Irisstein an einem Bewohner dieses Dorfes verkauft. Der Ort wurde jedoch vor ewigen Zeiten zerstört. Was wohl mit diesem Edelstein passiert ist? Also ich wette ja mal so, um ein Gummibärchen, dass diese Medusa, die da rumstreunert, dieses Steno, unseren schicken Irisstein hat. Wäre nichts Neues. Da drüben ist auch noch jemand. Und wie rund er war. Er war das rundeste, das ich in meinen 2000 Jahren je gesehen habe. Zu rund. Als ob ein Traum wahr geworden wäre. Ein Traum. Ein Wundertraum. Wie soll das Gehirn auf eine solche geometrische Perfektion reagieren? Ich musste meinen unwürdigen Blick abwenden. So kosmisch war seine Schönheit. Wer hätte gedacht, dass die Trisoldehöhlen solche Wunder birgt? Na, endlich haben wir wieder einen Anhaltspunkt. Nein, halt, haben wir schon. Danke, danke, danke. Kann man sich hier stärken? Ja, gedünsteter Kaktus. Ausgesprochen köstlich und ein Augenschmaus. Logrin ist berühmt für seinen Kaktus. Stellt 60% der KP wieder her, wenn die KP der Person unter 30% liegt. Folienkartoffel. Einfaches Gericht aus einer Ofenkartoffel. Wird mit heißer Butter übergossen serviert. Heilt Gift, wenn vergiftet. Das Marburg-Currybrötchen kennen wir schon. Und Vichus. Wie? Was ist das? Vichoseuse. Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Wenn einer eine Ahnung hat, bitte mal in Aussprache, Schrift in die Kommentare schreiben. Kalte Kartoffelsuppe. Sag es laut und deutlich. Vichyssoise. Okay, hat sich erledigt mit den Kommentaren. Dankeschön. Erreicht der Maximaltrefferzähler 75 oder mehr, wird die Titelerfahrung stark erhöht. Okay. Wichtig war's. Ich weiß nicht. Ich bin ja so eher so der Typ, der Typ Kartoffel. Wir können ja mal eine Kartoffel futtern. Buguya での融合は戦力を整えるのにかなり有効だな。はい。人間の中にも 新規をはじめとした装備品の秘められた能力を引き出す術があるのですね。 いらない装備も
とりあえず融合してみたら役に立つようになることもあるみたいだしね。私も多少のたしなみはあるんですのよ。昔の勘を取り戻すには時間がかかるかもしれませんが。へえ、俺にもできるかな。資質がない方は頭の後ろのあたりの神経っぽい感じのものが切れる感じが耐えられない感じかと。へえ。Sehr beruhigend. So, dann erkunden wir mal den Rest. Ich möchte gerne nämlich wissen, was hier noch so alles ist. Ah, hier können wir auch hochgehen. Das ist ja schön. Was gibt es hier hinten? Eine goldene Truhe. Ich kann sie nicht mehr sehen. Ich will die aufmachen. Da gehen wir gleich hin. Erstmal huschen wir kurz hier hoch. Um festzustellen, dass es nicht weitergeht. Dann huschen wir wieder runter. Und gehen hier in die offene Tür rein. Ist hier jemand? Hallo? Ein Normin vielleicht? Schade, hier ist ja gar nichts mehr. Das ist schade. Hier hinten was? Auch nicht. Hier hinter vielleicht was? Auch nicht. Schade. Schade, schade. Hier wäre für was Interessantes genügend Platz. Aber vielleicht kommt hier noch im Nachhinein irgendwas. Da drüben ist eine verschlossene Tür. Die interessiert mich natürlich brennend. Sie ist fest verschlossen. Ernsthaft? What? So eine verschlossene Tür haben wir übrigens noch da, wo U3 ist. Da, wo wir das Glibberdoof-Auge gemacht haben. Da ist auf irgendeiner Etage, ich weiß nicht mehr auf welcher, eine verschlossene Tür, für die wir keinen Schlüssel haben. Entweder kriegen wir diesen Schlüssel noch, das hoffe ich stark, oder ich muss das Ganze im Hard-Modus nochmal machen. Ich weiß, dass ich den Hard-Modus jederzeit einstellen kann. Ich glaube, hier irgendwo unter Einstellungen, diverse Einstellungen, genau. Kampfschwierigkeit hätte ich auch schwer machen können. Ich weiß gar nicht, ob es hier noch mehr gibt. Nee. Hätte man machen können. Aber ich glaube nicht, dass ich da, dass es dafür etwas, ja, dass es nochmal etwas ändert am ganzen Geschehen. Das Einzige wäre, und das muss ich ganz ehrlich sagen, so wie mir Tales of Zestiria bis jetzt gefällt, ich würde auf jeden Fall das Spiel auf schwer nochmal durchspielen. Allerdings ohne es als Let's Play zu machen. Weil dann würde ich echt ganz in Ruhe das Spiel spielen. So wirklich für mich, einfach um zu sehen, was ich jetzt hier machen kann und ja, ich habe das Gefühl, ich muss so ein bisschen beeilen. Ich bin eigentlich so eine Trantüte und mag eigentlich überall mal gucken. Aber ich habe manchmal das Gefühl, ich habe dafür gar keine Zeit. So. Ich gehe nochmal raus. Hyoma da yo ne? Shounin wo osou zou utte. Ich schätze, da wo wir hin müssen, das ist da drüben. Den Irrestein bekommen wir wahrscheinlich in Horsa. Den Tiger haben wir fertig. Der Häftlingstauschsumpf, da gibt es garantiert noch auch was. Das ist so groß. Also da muss es irgendwas geben. Und da oben haben wir auch nochmal was. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt ganz langsam auf den Weg dort rüber zur Höhle. Und gucken dann mal, was es da Schönes gibt. Allerdings, ich würde jetzt gerne eigentlich noch ein bisschen verschmelzen. Das nimmt so viel Zeit in Anspruch. Das muss ich später echt noch machen. Ich werde jetzt nur ein kleines Stück wahrscheinlich laufen, weil ja, ich das hier gleich wieder beenden muss. Das ist schön.
muss noch etwas erledigen, beziehungsweise nicht nur erledigen. Ja, ich bin gleich nicht mehr alleine zu Hause. Da kann ich immer so schlecht aufnehmen. Ich fühle mich dann immer so beobachtet. Deswegen mache ich das mal ganz gerne, wenn ich alleine bin. Und deshalb kann ich auch nicht so oft aufnehmen. Weil, ja, Real Life und so, ne? Kennst du? Muss ja auch sein. Und habe ich auch gern. So, wenn man halt nicht alleine lebt, dann kann man halt nicht immer nur das machen, was einem am besten gefällt, sondern man muss auch ein bisschen Rücksicht auf andere nehmen. Irgendwie laufe ich hier gerade verkehrt, habe ich das Gefühl. Zumindest ziemlich besoffen. War ich hier wieder hoch? Oder das nächste? Hey, hier hoch. Ich kann... Sie war auf der Karte jetzt so weit aus. Ah, wir sind schon fast da. Das ist ja cool. Wir gucken mal hier oben noch in die Ecke rein. Das interessiert mich. Weil hier könnte ja vielleicht noch was stehen. Ist aber gerade was lang geflitzt? Nee. Das sah eben so aus. Sieht schon Gespenster jetzt so. Hier ist sogar ein zweiter Ausgang, sehe ich das richtig? Dass es hier ein zweiter Ausgang ist? Oder was ist das hier? Eine Burgmauer. Lass mich raten. Fest verschlossen. Aber das geht gar nicht auf. Okay. Huch. Hat ich eigentlich gesehen? Ich hab das gar nicht gehört. Ja. お二人は恋愛についてはどうお考え?とりあえずどっか行けと思う気持ち。これは恋?ああ、それは間違いなく恋だね。そういう恋の形もあるのですね。愛憎から自我を取ったら何が残るの?そうですね。ディダ。 Fusion. Talent. Fusion. Mit dieser Begabung kannst du Fusionspunkte sammeln, mit denen du wiederum zwei Ausrüstungsgegenstände mit demselben Namen in einen neuen verschmelzen kannst. Das ist dasselbe Verfahren wie bei Fusionen in Läden. Diese Fusion ist kostenlos, aber je wertvoller die Objekte sind, desto mehr Fusionspunkte brauchst du. Und wenn ich mir das Fusionszeichen da oben mal angucke, das sah aus wie das Zeichen, das wir kurz danach unten rechts in der Ecke bekommen haben, als wir das Gebiet von Logrim betreten haben. Fusionspunkte. Jetzt bin ich gespannt. Wo sieht man diese Fusionspunkte? Das interessiert mich jetzt doch dann noch brennend, muss ich ganz ehrlich sagen. Sieht man leider nicht. Arte. Welches Arte hat Rose nochmal jetzt gelernt? Das würde mich interessieren. Glutgewitter. Ein Sprung, mit dem eine brutale Hitzewelle aufgepeitscht wird, die in einem Hieb nach oben endet. Höheres verborgene Arte von blitzende Tigerklinge. Ich würde sagen, was haben wir denn hier? Krieg, Wind, Feuer? Feuer. Wasser. Wir können das ja mal probieren, oder? Obwohl das echt viele Punkte kriegt, ne? Wenn man hier so einige Sachen sieht, wie viele Punkte das schon hat. Dann lassen wir das erstmal. Ich weiß, dass es ein höheres Art ist, aber wir müssen auch die kleine machen, wie wir das eben gelernt haben. Dann laufen wir rüber. Da ist eine Kiste, die ich übersehen habe. Hey! Kiste, Kiste, Kiste! Einmal Kiste öffnen. Ein Finstertrunk. Die finde ich ehrlich gesagt gar nicht so,
so toll, die Fenstertränke. Tränke heißt das. Verdammt. Ja, was wollte ich jetzt? Ach ja, in die nächste Höhle. Ah, jetzt ist sie wieder voll am Quasseln, ne? Quaddel, 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 quaddel. Ja, ja. Typisch Frau, wir haben immer was zu erzählen. Immer. Deswegen mache ich jetzt Let's Plays. Egal, ob ihr mir zuhört oder nicht, aber ich kann quatschen am laufenden Band. Ist doch super. So, Nähe des Eingangs. Machen wir. Einmal speichern. Dankeschön. Hat Rose noch was? Wir sind wohl auf der Jagd nach Erdgeschichtsstein. Wir werden sie alle nacheinander suchen müssen. Danke für all die hilfreichen Hinweise, alter Mann. Oder eher nicht? Sergei und seine Männer sind sehr wachsam. Das sollten sie lieber. Sergei und seine Leute sind nicht einfach nur ein paar schwertschwingende Garuna. Sie sind Hauptakteure der Politik des Reiches, auch wenn sie die Hauptstadt bewachen. Wo wir gerade von ihnen sprechen. Sie sollten gerade trainieren. Warum gehen wir nicht mal hin? Ich möchte ja nicht unhöflich sein, aber das ist ein Pendragon. Wir sind bitte wo? Genau. Ich latsche doch jetzt nicht die halbe Karte zurück. Gibt es Neuigkeiten über den Mörder der Kinder? Immer noch nicht. Wir brauchen einen Elefantenhelion. Dann gibt es nur eins. Das Zafgotmoor auf den Kopf stellen und leeren. In Horsa könnte also ein Irisstein sein? Ja, hat es in einem Dorf... Das soll wahrscheinlich anders heißen. Ja, hat es ein Dorfbewohner verkauft, sagen sie. Wir sollten das weiter verfolgen. Solange die Spur heiß ist. Ich glaube, das sollte heißen, ja, er hat es an einen Dorfbewohner verkauft. Egal. Wäre schön, wenn wir die Irissteine kaufen können. Oh ja. Das würde uns das Leben erheblich erleichtern. Tja, wenn sie jemand verkauft, dann bestimmt im Pendragon. Wir könnten ein bisschen bummeln gehen. Was meinst du? Warum? Wir können diese Tiegel nicht so zurücklassen. Welchen? Herrgott, Tiegel, meinst du? Da muss es noch irgendwo einen Tiegel geben. Es muss irgendwo noch einen Tiegel geben. Ich weiß nicht wo. Nee. Okay. Der Eingang ist mal was anderes wie die anderen. Wir gehen mal kurz rein, ob wir hier richtig sind. Trisoldehöhle. Und das sieht aus wie eine Metall- oder Kristallsteinhöhle. Der Wind pfeift hier so schön. Schnee. Schnee. Also wenn ich das unter den Füßen so sehe, die kleinen Bröckchen, das soll, glaube ich, Schnee sein. Ich mag das. Ich mag Schneegegenden wahnsinnig gern. Ich mag auch eigentlich den Winter sehr gern. Aber nicht, wenn es so ein feucht, kalter Winter ist. Ich mag das, wenn es wirklich knirrende Kälte ist. So richtig trockene Kälte. Und dann muss es aber auch kalt sein. Hier nicht so minus 2, 3, 4, 5 Grad. Nee, so. Ja, so minus 15, minus 20. Wäre schon schön. Dann hätte auch wenigstens die Bezeichnung Winter manchmal mal wieder eine Berechtigung. Okay. Gut, in Ordnung. Ja, also ich würde sagen, wir machen Cut für heute. Wir gucken uns das hier demnächst mal an. Es ist wirklich mega, mega schön. Aber ich werde jetzt erstmal noch ein bisschen verschmelzen gehen.
Weil, das wird sonst nichts. Also wir müssen ganz, ganz, ganz dringend was verschmelzen. Und ich werde mir das mit der Fusion nochmal versuchen anzugucken. Irgendwo hier muss das ja stehen, wie das geht. In diesem Sinne, wir können ja nochmal ganz kurz gucken. Einstellung für nützliche Effekte. Nee, brauchen wir nicht. Ausrüstung, steht das da drin? Hm. Fusionspunkte. Hat die nur Layla? Ich werde mir das später angucken. Das macht mich sonst jetzt kirre. Okay, dann würde ich sagen, wir betreten das nächste Mal die Trisolde-Höhle und schauen mal, was wir da Schönes finden. Und verschwinden hier ein bisschen aus der Sonne, sonst kriege ich noch einen Hitzschlag. Ich hoffe, ich denke mir dran, dass ich das jetzt alles richtig verschmelze und dass, wenn ich es jetzt nicht mache, es vor der nächsten Aufnahme mache. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr bis hierhin schon mitgekommen seid. Wir haben anscheinend noch sehr viel Weg vor uns. Ich drücke uns die Daumen, dass das in Zukunft so gut mit den Bossen und Gegnern klappt wie mit Sabit in dem Tiege. Das war ja wohl eine 1A-Nummer. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, ein herrliches Wochenende, je nachdem, wann ihr diese Folge hier seht. Wir sehen uns dann demnächst wieder. Frisch und munter in der Trisolde-Höhle. Eure Cesar, Matane!